So, hallihallo. Wieder erwarten gibt es doch noch eine Runde zu dritt Borderlands. Weil eigentlich hat Felix ja gesagt, er will nicht mehr. Wir wollen diesmal ein DLC anfangen. Also Guppy, ne, wie immer, als Roland und Felix als der fette Kloster. Hallo. Stimmt, ich habe ja Marco gerade angeguckt und nie dich. Ja, wie immer, du verkackst jedes Mal die Begrüßung, wirklich jedes Mal. Aber das letzte Mal ist ja auch schon verdammt lang her. Eben, Ich sind geguckt schon hab, einige da hieß es Gefechte noch, WoT gegangen. Weihnachten ist noch eine Weile hin, inzwischen ist schon weit nach Weihnachten wieder. Also es gibt in irgendwie den DLC, der am Ende angedeutet wurde mit dem Ninja Assassin Claptrap, beziehungsweise so eine Claptrap-Revolution, also Claptrap-Revolution. Es gibt den Underdome, das ist das, was ich auslassen würde, was einfach nur Arena-Kämpfe sind, die sind nicht so wahnsinnig toll. Da können wir uns höchstens mal die Einleitung angucken, die ist ganz lustig. Und da gibt es so eine Art Zombie-DLC-Thematik. Zombies sind immer lustig. Ja. Wollen wir nach Zombie, also das ist dann Jacob's Cove. Da treffen wir dann auf Dr. Zed anstatt Dr. Ned. Ja, mach mal, bevor da Felix noch mehr Gegner andockt. Mensch, ich hätte ihn fast tot gehabt. Die habe ich auch schon mal durchgespielt, muss ich sagen, den DLC. Spoiler, ja Die nicht. anderen noch nicht? Nee, ich habe denn noch einen, also ich habe zwei von den vier habe ich durchgespielt. Heute waren ja Ich kann mir eigentlich auch an. Egal. Heute waren ja verdammt viele Stunden wieder on. Und ja. Ja, es kommt eine Einleitung. Dachte, mein PC ist abgestürzt. Ach nee, wir treffen Dr. Ned anstatt Dr. Zed so rum. Es war eine finstere und stürmische Nacht. In einem entlegenen Winkel von Pandora, den nur wenige Männer zu betreten wagen. Nach ihrer Suche nach der trügerischen Kammer schlugen sich unsere furchtlosen Abenteurer in die Bäume von... Was sind Bäume? Oh, verdammt nochmal! Das sind echt hohe Pflanzen, die aus dem Boden rauswachsen. So? Keine Unterbrechungen mehr! Sie schlugen sich also in die Bäume von Jacob's Cove. Einem verwüsteten und vergessenen Ort. Dort versuchte der Wissenschaftler Dr. Ned, der absolut nichts mit dem Dr. Zed aus der letzten Geschichte zu tun hat, der gesamten Menschheit zu helfen. Aber letztlich hat er eine Riesenscheiße angerichtet. Du hast geflucht! Der Typ hat Zombies erschaffen, okay? Du bist hier nicht die Polizei, du musst aufpassen! Also. Ist übler Mist passiert. Und es wurde echt gruselig. Frankenstein. Und genau da beginnt unsere ist Geschichte. Irgendwas davon ja, wahr? Das weißt du wahrscheinlich. Du bist adoptiert. So, jetzt sind wir hier sozusagen am Beginn von der Zombie. Klammer sterben und darunter hüpfen. Ja, eben, los. Wenn du direkt sterben willst, kannst du es gerne machen. Da ist ein Claptrap, der uns begrüßt. Och Mann, Marco. Begrüßungskomitee. Kalibriere die Abwehrgeschütze. Zombie-Futter. Ich gehöre zwar nicht der Jacobs Corporation an, doch haben die mich gehackt, damit ich den Leuten erzähle, dass man Unterstützung im Kampf gegen die Untoten begrüßen würde. Ich soll dich warnen, dass sie dir das Hirn wie einen Cappuccino aus dem Schädel saugen, wenn du ihnen zu nahe kommst. Wenn du entgegen jedweder Intelligenz trotzdem helfen möchtest, schlage ich vor, die Verteidigungsanlagen zu aktivieren, oder? Cappuccino, nicht wahr? Tschüssi! Kommt es mit? Mist. Nee. Oh, oder Gott. Cappuccino, genau. Da unten kommen wir dann später noch hin. Interessiert eher, ob ich hier eine schöne Sniper-Position habe. Wozu willst du snipern? Ich bin Sniper! Um die Gänse zu erschießen, damit wir einen schönen saftigen Braten kriegen. Spaß, hier geht's Alter. Weiter, hier kommen dann die ersten Zombies. Demnächst. Spoiler nicht. Spoiler. Demnächst, habe ich gesagt. Ihr wisst ja nicht genau wann. Ja, Spoiler. Spätestens wenn du schießt. Dann schieße ich halt nicht. Zombies. Wer hätte das ge... Ja. Seh nichts. Irgendjemand hat Gift gegen mein Visier gespritzt. Das sind die Zombies. Die Beschmutzer sind das. Oh
Ach man, müsste die einmal schon vorher mir alle. Ich nehme mal Zombiehorn auf, ne? Meine Sniper-Schrotze. Irgendwo hat's ja so ein übelst krasses Teil gefunden. Ich hab mir heute nochmal den Bild angeguckt. Aber dann kannst du. Wenn das eine Sniper-Schrotze ist, kannst du nicht zielen. Ich zieh natürlich ein bisschen daneben. Also. Mit Absicht, ne? Damit die so, oh, das könntest du was. Das kommt von WOT. Warum ziehst du bei WOT daneben? Weil wir letztens so ein. Also ich habe einen Modus für WOT erfunden. Nicht Hunger treffen Games. Oder was? Die Hunger Games. Mit da war die Haut. Komplett ausschalten, ja. Du bist ja nicht geblieben. Ja, weil es nicht so wirklich Spaß gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Es macht noch eine Weile Spaß, wenn du ein Tier 4 richtig ich schnell hatte, hast. Ich hatte ein T28 wie alle anderen aufgerüstet. 92, die habe ich schon, den Schaden. Hier ist noch eine 92er hinter uns. Explosiv gummierte. Nimm lieber nee. Die. Willst du die andere haben? Welche andere? Die Schock irgendwas 92er Granate. Was hab ich denn jetzt eigentlich? Warte mal kurz. Ich hab 83 Transfusion, ich behalte die. Ich hab auch eine explosiv gummierte 92. Die hab ich irgendwie noch ganz gummierte. Am Ende, glaube ich. Die springen halt bisschen rum. Ja. Die müssen hier eben. Runter. Ui. Juhu! Mann, das war eher ein Bauchklatscher. Hab's zum Glück nie gesehen. Hier, Jacobs Lumbermill, da kommen wir noch nicht hin. Wir kommen bis jetzt nur in eine Richtung. Ah, Geld. Kann man immer gebrauchen. Geld. Benni, ich bin mittlerweile übrigens zu den leichten Kippen übergegangen und rauche mittlerweile weniger. Wir sind stolz auf dich. Hast du auch kein Geld mehr zu rauchen? Vielleicht schaffst du es ja noch irgendwann bis zum Ende dieses DLCs ganz aufzuhören. Ja, das wäre natürlich super. In welchen Traum glaubst du? Oh. Aber oder zumindest bis zum Ende von den drei DLCs, die ich durchspielen würde, wenn überhaupt. Ne, sind ja gute Geschichten. Ja, die werden doch mal helfen. Komm wie, du rennst in die falsche Richtung. Zombies gehen immer. Was? Boden? Zombie-Gehirn. Nee. Das sind Geschütze. Wer setzt denn das drinne? Das ist eine automatische Geschütze, die soll man da aktivieren, das ist gerade unsere Aufgabe. Ach so. Da oben ist noch eins ein. Da oben ist noch eins. Stell dich so weit auf und wirf die Geschütze an! Ich schmeck dir was! Matt schuldet mir was! Matt schuldet mir was? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hab hier ein Medikit. Das war Wahnsinn! Ich bin so froh, er will dass ein großes Medikit. Ich bin so wie du! Die Stadt sollte vorerst sicher sein! Wenn du das Zombie-Problem wirklich lösen willst, musst du mit Dr. Matt reden. Was ist denn das für ein Sniper rum? 394 Schaden. Moment. Unten bei den Docks. Ich öffne das Küstentor, damit du dich auf den Weg machen kannst. Auf geht's. Rechts von dir. Ich weiß jetzt nicht, wie viel dein Sniper noch hatte. Es ist genauer, deswegen würde ich das austauschen. Du kannst aber mein altes haben, das hatte 390 Schaden. Ups, sorry. Das war ja, G. Ja, das war ganz schlau. Das war G anstatt I. Ja, das ist DayZ. G war dort Inventar. Da, da, da. Immer diese Fieldzocker hier. Ja. Ist sogar mehr wert, würde ich behaupten. Welche Waffe soll ich das jetzt eintauschen? Hey, du wolltest doch das Sniper haben, dachte ich. Nee, ich hab dir bloß gesagt, hier liegt ein Sniper. Behalte ich meinen Sniper. Ich hab doch deine tolle Pistole mit Spielen und so. Hier ist übrigens auch wieder ein Revolver für Level 40. Das ist aber deutlich mehr als was wir bisher noch haben. Ja, wie gesagt, die DLCs passen sich dem Startlevel an. Das ist cool. Ich hab noch einen Rocket Launcher mit 466 Schaden. Ist da noch jemand dran interessiert mit Säure? Ach, das war der aus dem. Das haben wir. Das haben wir uns, glaube ich, schon alle angeguckt und so. Aber mir ist aufgefallen, dass ich immer noch Sachen habe, die ich verkaufen kann. Egal. Verkaufst du jetzt noch? Hab auch gerade gemacht.
Wie konnte man Medikit eigentlich nochmal benutzen? Indem du ins Inventar gehst und Medikit benutzt. Okay. Anders gab's keine Variante. Zertifizierte Leitspruch der Jacobs Corporation. Wenn es keine Jacobs ist, dann wäre ich lieber tot. Oh, Granate. Yay. So, wir müssen hier zum Dr. Ned. Kommt ihr mit? Warte. Warte. Gibt's hier noch Schönes? Es gibt sogar eine 110er Granate für Level 37. Eine 101er Granate. Unten, glaube ich, ein neues Speicherdeck, wenn ich das gerade so richtig sehe. Ja, Gold gab's, glaube ich, nur noch nicht. Ja, oder? Genau, kann ich mir kaufen. Pattern ist was für eine Waffe? Steht das irgendwo? Ach, Revolver. Kostet ja zum Glück nur 223.000. Ja. Naja, kann ich mir erstmal alle kaufen. Ich habe mir, glaube ich, 4 Upgrades oder so bis jetzt geholt. Ich bin nicht klar alle geholt. Ich habe mir bis jetzt jedes Update geholt. Ne, ich habe ein paar besprungen, weil ich hier halt dann nicht. Wie viel das Level haben wir jetzt im Momentan? 36. Oh, ich habe einen Rocket Launcher mit der mal. Warte mal. Muss mal kurz Viking vergleichen. Mit E. Jetzt. 1200 Dollar mal eben gefunden. Die Genauigkeit. Hilft mir eigentlich gegen Zombies? Gut. Schrotflinten? Ich meine, welcher Schadenstyp? Das ist ein ganz normaler menschlicher Gegner, glaube ich. Das ist, glaube ich, nackte Haut zählt das. Also Feuer, ne? Aber es kommen, glaube ich, später auch noch andere mutierte Viecher, die dann keine nackte Haut mehr haben. Was würdet denn ihr sagen? Ich habe hier einen Rocket Launcher, den ich mir holen könnte. Der macht 737 Schaden. Ist in der Feuerrate um 0,1 besser als meiner und in der Zielgenauigkeit um ein paar Prozentpunkte. Besser oder schlechter? Ja, eben, besser oder schlechter. Also der 737er hat natürlich keinen 4-mal Feuerschaden. Ich würde dann den Feuer behalten erstmal. Hm. Du findest eigentlich genug Waffen. Ich habe mir nie Waffen gekauft in dem Spiel. Hm. Ich habe es gerade gesehen und. Die Geistwaffen findest du. Ey. Ich gucke ins Laser. Ah, blind. Da gibt es eine 101 Schaden. Ja, habe ich alles schon angesagt. Jetzt komm endlich. Okay. Ja, wo seid ihr? Guck dich um, da siehst du es. Ah, da. Ach, ehrlich. Die langsamen Leute von heute. Ja, ich bin WoT gewöhnt. Da fährt der Panzer nur 57 km/h und auf der großen Map ist das relativ arschlangsam. 57? Ich fahre mit 20 in letzter Zeit immer über die Gegend. Cool, den kann man benutzen. Back in Never Minute. Sehr geil. Der ist nirgends zu sehen. Nee, das ist. Geil. Never. Hey. Wer ist denn das? Das sind die Viecher, die hier rumfliegen. Die Zombievögel. Aasfresser oder irgend sowas. Leichenfresser heißen die. Ja. Geht mir ohne die XP, wenn ich das sehe. Vor allem, ich hab die gerade mit der Repeater-Pistole getroffen. Sind. Ey, ich seh die immer erst so einen Millimeter vor mir. Wenn der Scheiß deine Schmerzen nicht hindert, besuchst du meine Krankenstation am Ufer in Jacobs Cove. Ach, ficken lieber. Das ist ja auch Dr. Ned, ne? Der Automat. Da ist auch ein anderes Symbol, anderer Kopf drauf, ne? Also total anders der Kopf, ne? Und so. Hier ist ein Schild nämlich drin, das hat 640. Hm. Na, rechts aber für meinen 520er. Ach nee. Ich hab's ja gekauft. Ja, dann wird's wohl nicht mehr drin sein. Kommt ihr dann, bitte? Konnte man nie, wenn man zusammen gleichzeitig kauft? Nein. Habt ihr das nicht letztens probiert? Man kann, wenn ein Gegenstand da drin ist, kann man den nicht mehrfach kaufen. Da kann nur einer kaufen, war immer so. Hm. Nicht für krasser Laser, Blitzstrahl. Ich will Blut sehen! Übrigens, auf den Kopf schießen bringt Zombiehirn zum Vorschein. Was macht man mit Zombiehirn? Aufnehmen. Kannst du mir später eintauchen irgendwo? Oder? Ich glaube, ich habe nie gefunden, wo man die, was man damit machen kann. Du kannst halt aufnehmen.
Ja, cool. Habe ich von so schon. Ich habe zwar Hoden gelesen, aber naja. Zombie-Hoden, yeah! Das sieht auch aus wie Hoden. Total, ne? Stimmt, wir haben ja Regeneration von Dingens und so. Wir regenerieren. Schwerer Treffer! Ja, deswegen. Da unten rennt noch kleiner rum. Da? Wenn ich treffen würde? Oh ja. Oh ja. Oh, das hat wehgetan. Da ein Zombie holten, der rollt weg. Volltreffer! Ich muss vorhalten. Bin ich irgendwie nicht mehr gewohnt. Aber du kannst übrigens auch, wenn der Zombie sie auf die Beine schießt, dann reißt sie manchmal die Beine ab und die krabbeln dann trotzdem weiter. Musst du aufpassen. So, wie das da. Hinten. Cool. Boah, bäh. Was Blaues. Was Blaues. Was Goldes? Ach nee, es war Gold. Geld. Ja, Geld. Ein Revolver mit dreifacher Explosion. Nehm ich mal. Ich komme mal runter zu euch, ne? 32.000 zu 18.000. Ne, dann nehme ich doch für meinen. Oh! Scheiß Zombie. Ach, nice. Ach, nett, ich bin jetzt irgendwie tot. Gut zu wissen. Sniper. Was, Sniper? 14.000, ja, super. Wir müssen, glaube ich, mehr in eine andere Richtung, Felix. Okay. Willst du ein Medi-Pack haben? Nö. Schriederin ist so. Schnell genug. Ja, bleib oben. Wir müssen da rein. Ein Hello, nee, du musst mitkommen. Ich habe gerade das Schild angesündet. Angesündet? Ein normaler Zombie ist langsam, aber verursacht großen Schaden. War mit der Tagebücher, um mehr darüber zu erfahren, was mit Jacobs Cave passiert ist. Jacobs Cove! Ist doch egal. Jacobs Cave. Mit Jacobs Cave ich. Ja, nicht Jacobs Cave und Jacobs Cove, ist ja wohl ein bisschen ein Unterschied. Ach nee, das bespreche ich dann lieber später mit dir, Ben. Wäre günstig, wenn du persönliche Sachen nicht in der Aufnahme besprichst, ja. Ach Mann. Lass mir doch auch meinen Spaß. Buja! Da brennt er, dieser Kratte. Ich sollte vielleicht dran denken, dass meine Munition noch ein bisschen fliegt. Du gehst mir auch gerade. Weiter? Guck mal, da kommt ein Psycho-Zombie an, die gibt's nämlich auch. Und Ende mit Bier auf dem Kopf. Bier? Ja, da hat solche Bier und so einen Trinkhelm gehabt. Hast du das nie gesehen? Muss mal drauf achten, da gibt's welche mit Trinkhelm auf dem Kopf. Schwerer Treffer! Das waren meine Hirne. Zombie hören. Ich will Zombie hören. Schmeckt gut wie Gulasch. Ich habe letztens Schweineherz gegessen. Boah. Ja, mein Arbeitgeber spendiert. Und was schmeckt das? Schmeckt nach Gulasch. Das war halt auch in so eine Art Gulaschsuppe halt eingebettet, deswegen hast du es nie wirklich anders geschmeckt. Guck mal, wir kriegen Besuch. Du läufst übrigens immer noch in die falsche Richtung, würde ich behaupten. Ja, warte doch mal, hier gibt es viele Zombiehirne. Wir brauchen nie wirklich Zombiehirne. Und viel zum Abknallen vor allen Dingen. Ich glaube mal, wir müssen ganz außen rumlaufen, oder? Die Linien dort auf der Map sind aus, könnte man da nicht rüber. Aua, hier ist er wer. Oh ja. Hier gibt es eine Rifle mit 82 Schaden. Schön. Oh,
Das war uns nur ganz heiß zu werden. Danke. Ey, ehrlich, ihr schießt halt wirklich die Beine ab und lasst sie dann zu mir kriechen. Ja, auf unteres Geschöpf achten wir nicht. Gibt's doch übrigens kleine Zombies, die anspringen oder so. Hab ich grad gehabt vor mir. Du kannst generell den Zombies übrigens die Gliedmaßen abschießen. Ich hab ihm gerade einen Arm abgeschossen. Lass ihn erstmal rankommen da hinten. Den dann? Die ganz hinten. Mit dem vor dir. Ich finde heftig, dass die immer wieder hinter ihm spawnen. Genau den nennt. La 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 la. Ich glaube, hier kommt die Spawn hier oben endlich, oder? Ich würde auch einmal weiterlaufen. Der Beschmutzer. Willst du jetzt wirklich zu gucken, ob man da links lang kommt? Oder kannst du schon recht haben? Na dann, gut. Ich die Maps eher. Boah, weißt du, wie viele Jahre das her ist? Muss man bei X-File reingucken, wann ich den Endkampf von diesem Erweiterung reingestellt habe. Da habe ich das letzte Mal durchgespielt.